herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Weiter geht's hier in Chasm 24. In der unterirdischen Basis der Aliens, wo wir die Leute alle heilen müssen. Jetzt fehlt uns noch ein Grundstück und die Heilungsrate müssen wir ein bisschen hochziehen. Und natürlich, dass hier sie relativ zügig Vermenschlichung diagnostizieren. In der allgemeinen Diagnose verlangt. Dass wir sie auch heilen können. Toll, Pfeffermaul haben sie entdeckt. Das will ich auch unbedingt haben jetzt. Aber hier laufen schon ein paar Aliens rum. Ich vermute mal stark, dass wir mit denen da irgendwie zurechtkommen. Aber ich brauche... Okay, jetzt geht's hier auch. Ich brauche noch einen Psychiater, aber scheint alles zu gehen. Noch kalt. Jetzt hier nochmal ein Heizkörper ein. Wenigstens an der Tür. So. Wie viel haben wir denn? 115.000. Ich glaube, ich baue den Raum einfach schon mal. Lange soll es nicht mehr dauern, bis sie die Diagnose gestellt haben. Ach, das war ja der Riesenraum, ne? 6x6. So, das steht schon mal. Hier können wir vielleicht nochmal eine kleine Toilette hinbauen und ein paar Automaten. Krankenpfleger zur Apotheke bitte. Handtrockner. Desinfektionsspray und natürlich eine Heizung. Und ein paar Snackautomaten. Energy Drink Automat und Getränkeautomat. Krankenpfleger zur Kardiologie bitte. Und natürlich Mülleimer. Jetzt schmeißen sie alles wieder auf den Fußboden. Wie vor dem Ärztezimmer stehen sie Schlange? Naja, vor einem Ärztezimmer stehen sie Schlange. Und einen zweiten Megascanner kann ich mir bestimmt nicht leisten. So. Unser Sponsor des Tages ist Miet den Aal. Miet den Aal für alle kurzfristigen Aalbedürfnisse. Das ist Radio Two Point. Da, auch Schwimmständer. Psychiatrie, bitte. So. Vor dem Megascanner. Nee, nee. Ich kann noch einen zweiten Megascanner, soll ich einen zweiten Megascanner bauen? Das sind 60.000 für den Raum. Aber bei den Leuten, die hier Schlange stehen, was soll der Geiz? Hauen wir die Kohle raus. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Und schummeln hier fast wieder pleite wegen sowas. Naja. Muss ich die Aliens auch wieder erkennen oder ist das einfach nur so ein
nehmen geht wie im ersten Krankenhaus. Nö, will ich nicht. So, Megascanner vielleicht. Mal so ein bisschen aufteilen. Kriegen wir so schneller durch. Hoffe ich. Was sagen die Stabilisatoren? Können wir mal einen Auftrag geben. So, jetzt haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Haben mehr als zwei Megascanner. Fehlende Menschlichkeit. Ja, wir haben die Krankheit endlich entdeckt. Zur Vermenschlichung müssen sie geschickt werden. Raum ist schon gebaut. Hervorragend. Jetzt muss ich nur noch 10 Patienten heilen und noch ein Grundstück kaufen. Und schon ist das hier erledigt. Oh, da hat es aber auch schon wieder einen weggeholt. Gut, dass die Kühe immer noch per Raumschiff unter der Erde abgeholt werden. Nee, Weiterbildung jetzt nicht. Okay. Jetzt können wir gleich mal zugucken, wie die Leute hier vermenschlicht werden. Und ein Mensch kommt raus. Gucken wir mal an. Sehr gut, den ersten haben wir schon geheilt. Der andere wartet schon. Nee, der muss erst noch zum Megascanner. Okay. Vergessen Sie nicht, Ihrem Arzt ein Trinkgeld zu geben. So, noch 9 Patienten und die Heilungsrate müssen wir ein bisschen hochreißen. Rinderwahnsinn wurden entdeckt. Aber der wird hier in der Psychiatrie geheilt. Chirurgie. Dann bitte kurz warten. Dann brauche ich wohl nochmal ein neues Grundstück, wa? 45.000. Wie war das kredittechnisch? Könnte ich 2 aufnehmen im Notfall, dann geht's ja. Noch programmiert werden möchte. Ich muss aber zugeben, dass ich die eine oder andere Kolumne von Charlatine Fishwrapper gelesen habe, der Journalistin des Two Points Squabbler. Ihre Artikel sind das perfekte Kauderwelsch. 10 Tage noch, dann kann ich die Chirurgie bauen. Aber da brauche ich erstmal einen Chirurgen, ne? Ah, was für ein Zufall, dass gerade einer bereit ist zum Einstellen. Mach ich doch gleich. Chirurgie, 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 Chirurgie. Da. Zimmerbau noch nicht bereit, warum das dann nicht? Ach, das medizinische Waschbecken fehlt noch. Oh, jetzt wollen wir noch ein DNS-Labor haben. Jetzt geht's aber los hier. Ich überlege, ob ich eine zweite Aufnahme hier baue, um das Ganze ein bisschen zu entzerren vielleicht. Machen wir mal. Einen Assistenten müsste ich eigentlich noch über haben. Allergie haben wir entdeckt. Mit dem Spritzenhaus behandelt. Sehr gut. Gucken, ob mir das was bringt. Ob der Patienten werden gebeten, sich wie Erwachsene zu verhalten. Ja, sieh da.
Fehler, meine ich. Ob der Assistent auch hier hinkommt. Mal beobachten, ob das was wird. Wenn nicht, reicht es gleich wieder ab. Jetzt brauchen wir noch ein DNS-Labor, ne? Oh, wir haben alles gut. Jetzt müssen wir noch 7 Patienten heilen. Das sieht schon mal ganz gut aus. DNS-Labor. 50.000. Ach, auch wieder ein Schnapper. Tiny schon. Ach, ich gönne mir. Ach, kann ich gar nicht einstellen. 11.000 kostet das. Wie sieht es aus mit dem Personal? Ärzte. Ja, ich habe einen DNS, Tiny. Das ist schon mal gut. Ich weiß. Und 4 für die Radiologie. Okay, dann brauche ich ja gar keinen mehr. Entgegennehmen. Ein? Nee, 2 Psychiater. Na ja, das passt. Das passt. Grässlichen Geschmack. Lassen wir erstmal so. Deswegen bin ich hier der Profi. Ich wähle die Songs aus. Und jetzt wähle ich diesen hier. Ah, ein bisschen Minus, das passt schon. Was haben wir denn hier für einen Stabilisator? Ein Krankenpfleger wird gebeten, sich in die Apotheke zu begeben. Ein Lawinenstabilisator, okay. Ich hoffe, die schaffen das hier auch alles. Ordnungsgemäß. Wie für einen Krankenpfleger? Ich habe nur 5, oder was? Ich habe leider kein Geld, um mir neue einzustellen. Und dann gönne ich mir mal einen kleinen Kredit hier von 250.000. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. So, stelle ich nochmal jetzt 2 Krankenpfleger ein. Was haben wir dann für Ärzte? Hier noch mal einen. Löschen wir mal und wollen wir auch gleich ein paar neue reinkommen. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Aber warum warten denn hier 6? Achso, jetzt hier auch. Ich muss glaube ich nochmal ein Ärztezimmer bauen. Das mache ich hier drüben mal hin. Mein 4. dann. Ja, Assistent sitzt hier. Hervorragend. Vielleicht können wir es ja ein bisschen aufspalten zwischen den beiden Räumen. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Muss ich noch einen Arzt einstellen? Aber meine Bewerbung kommt erst in 14 Tagen. DNS-Notfall. Den kann ich nicht annehmen, weil ich weiß gar nicht, wo mein DNS-Heini hin ist. Vielleicht muss ich nochmal eine Weiterbildung bauen. Ein paar weiterbilden kann. Es besteht Spukgefahr im Krankenhaus. So, Heizkörper noch reingeknallt hier. Kann ich einen DNS-Genetik bitte? Möchte ich weiterbilden. Da lasse ich mir das Ganze auch mal kosten und mit 2 Ärzte. Starten zur Ausbildung. In 2 Tagen gibt es eine neue Bewerbung. Mal gucken. Naja. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Oh, hier habe ich gar keine Bänke gebaut. Snackautomat.
Da habe ich auch noch einen, ne? Wolf mit einer weiteren schockierenden. Oh, hier ist noch ein Psychiater und ein DNS. Top. Den stellen wir gleich ein. Ihr werdet nur von der Regierung überwacht. Und was ist mit der Natur? Fingerabdrücke sind die Ursprünge. Installiere ein Upgrade. Na, das kriegen wir hin in 90 Tagen. Die Natur überwacht jede eure Bewegungen und weiß immer, wo ihr gerade seid. Natürlich, Farbtherapie. Darüber nach, wenn ihr das nächste Mal wandern geht. Wie lange brauchen die noch hier? Also gleich fertig, dann habe ich zwei Ärzte mehr. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Jetzt habe ich schon 12 Ärzte. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Sehr schön. Es warten drei hier auf die Behandlung. Forschungsabteilung, bitte. Für die Vermenschlichung. So, jetzt habe ich zwei Genetik. Ich muss, glaube ich, noch ein zweites Genetiklabor bauen, wie das aussieht, ey. Chirurgie weiterbilden? Jo, Chirurgie kann ich weiterbilden. Muss ich mir auch wieder teuer einfliegen lassen hier. So, einen den hier und den hier. Gucken, was die Bewerbung in 2 Tagen sagt. Ja, ja. 13 Ärzte und 8 Krankenpfleger. Das glaube ich, reicht das überhaupt? Ich hoffe. Hier aus mit der Wärme, nicht das wieder rumjammern, dass hier so kalt ist. Und dann geht's auch schon wieder los. Ein Arzt zum Megascanner, bitte. Ich war da vorne etwas garstig und dafür möchte ich mich bei meinen treuen Hörern entschuldigen. Keine guten Vibes heute in der Kabine. Vielleicht befand ich mich unter dem Einfluss dieser bösartigen Pflanze hier. Mit dem nächsten Song sollte das wieder in Ordnung kommen. So, Hälfte ist geschafft mit der Vermenschlichung. Noch die Heilungsrate wieder auf 70% kriegen. Was warten noch 2, dann haben wir 7. Qualifizierter Hausmeister zur Geisterentsorgung, bitte. Wie viel stehen denn beim DNS-Labor? 6 Leute. Moment, 2. Wo ist mein Hausmeister? Der, kannst du Geister entsorgen? Ja, kann er. Sehr gut. Sehe ich schon Entleuchtungsklinik bei euch auch gleich. Über Froschregen hier in der Gegend. Oh, er wird wieder stabilisiert, okay. Jetzt gibt's Froschregen.
Nee. Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Frösche werden ja schon wieder aufgesammelt, sehr gut. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Sehr gut, jetzt habe ich zwei Chirurgen mehr. Echt, beim Easy-Scanner stehen auch so viele Leute an. In der Kardiologie. Sehr schön. Na komm, ich baue gleich zweite DNS-Labor hier hin. Ist auch schon wieder ein Jahr rum. Oh, Patientenpreis haben wir gewonnen. Sehr schön. Ah, ich sehe die ganzen Pixelkrankheiten und Co. hier schon wieder. Ihr steht hier ein bisschen ungünstig rum, Leute. Stehen denn so viele Leute Schlange? Erzähl doch nicht. Telemutanten haben wir jetzt entdeckt. Unser Ruf ist gut. Naja. So, jetzt noch 4 Leute heilen. Dann hätten wir es geschafft. Sie sagten, er sei zu alt. Sie sagten, er sehe einfach lächerlich aus. Aber wenn die Welt einen Helden braucht, dann zieht dieser Held seine Strumpfhose an. Diesen Sommer kehrt Roderick Cushion zurück als gefährliche Strumpfhose in Gefährliche Strumpfhosen 5. Tödliche Laufmaschen. Das ist Radio Two-Point. So, was haben wir jetzt für einen Arzt, den wir einstellen könnten? Hätten wir auch 15, so langsam sollte es auch genügen dann. Aber wir warten erstmal noch. 6 Hausmeister sogar. 2 Assistenten, Krankenpfleger, ja, warten wir erstmal. Na klar, jetzt brauchen wir noch die Froschhalle. Die war ja auch so elendhaft riesig, ne? Na klar, 40.000. Sind ja alle so teuer hier. Ist was Günstiges? 50, das ist nicht viel besser. 40. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Na, wo gehen wir als erstes hin? Naja, dann nehmen wir das hier. Los. Keine Wahl. Achso, der ist geil. Ich wollte sagen, was macht denn mein Hausmeister hier? Aber das ist... Naja, warum haut er ab? Hier, die Toiletten sind hier. Selber schuld. Hier brauche ich mal ein paar mehr Alien-Patienten. Habe ich mal so ein DNS-Labor mir gleich mal gönne? Finanziell geht's ja eigentlich. Naja, DNS-Labor. Flüssigkeitsanalyse. Wie brauche ich 3x3? Wie kann ich hier noch hinquetschen? Gleich mal 2 Bänke davor. Das soll erstmal den Raum freigeben. So, Objekte, 2 Bänke davor, mal gucken. Vielleicht geht's dann schneller. Was haben wir hier?
Wasserhosenstabilisator, immer beruhigend. Dann baue ich hier nochmal eine Ladestation gleich rein. Bei der Flüssigkeitsanalyse wird ein Krankenpfleger verlangt. So, was wollten wir jetzt bauen? Was war das? Ich hab's vergessen. Ah, ich hab's vergessen. Ah, Froschhalle. Was war die? Genau, 7x4 war die ja groß. Dann bauen wir die Tür doch hier hinten rein. Perfekt. So, Froschhalle ist da. Labor, aber klar. Auflösungslabor 4x4. So, Heizkörper noch ein. Sieht's aus. Bestimmt noch ein Krankenpfleger. Hier einen Chirurgen stellen wir auch noch ein. So. Mitarbeiter an... Dahlia Bobbel heißt sie, glaube ich. Gucken wir nochmal. Krankenpfleger. So, komm. Gibt es ein bisschen mehr Gehalt. Das ist Nigel Bickleberth. Auf Radio Two-Point. Ich brauche noch einen Krankenpfleger. Hier spricht Sir Nigel Bickleberth, der Ihr Radiogerät mit Gelehrsamkeit und Raffinesse zum Klingen bringt. Bleiben Sie dran für weitere meiner Meinungen, nach denen niemand gefragt hat. 100.000 verdienen nehmen wir mal an. Sehr schön, haben wir geschafft. Was haben wir jetzt schon entdeckt? Frakturstation. Aber klar doch. Gut, die Frakturstation müssen wir uns jetzt also auch noch hinzimmern. Nicht, dass es eh schon riesig ist hier, überall an jeder Ecke. Und es echt ewig dauert, bis die Leute hier zur Zentrifuge kommen, um das hinzukriegen. Aber dann würde ich sagen, das Ganze gucken wir uns in der nächsten Folge an. Hoffentlich dann mit... der Fertigstellung des Ganzen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.